Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield 4. Diesmal die Map Drachenpass, wie versprochen, eine infanterielastigere Map als die Seidenstraße wie im vorherigen Let's Play. Ich bin euer Gastgeber, der Gunshot, und hoffe, dass wir ein bisschen Spaß haben werden auf dieser Map. So, legen auch direkt einfach mal los und nehmen uns den Panzer bei G. Ich spiele diese Map eigentlich ziemlich gerne. Gerade dadurch, dass hier natürlich auch meistens viele Infanteriekämpfe sind, wo man im Endeffekt nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Das ist schon immer ganz angenehm, aber wir müssen, glaube ich, erstmal, oder ich zumindest, muss erstmal das Squad wechseln, weil hier doch relativ wenig los ist. Wir gehen mal mit zu Echo mit rein. So, wir sind weiterhin unterwegs mit dem MG4 als Versorger. Es kam ja nur in der Seidenstraße kaum zum Einsatz und dann hoffe ich, dass ihr hier davon vielleicht ein bisschen mehr sehen könnt. So, ich soll mich weiter erstmal zu B vorwagen. Dann mache ich mich doch direkt mal auf den Weg hin. So, jetzt sollen wir E verteidigen. Jetzt gucken, ob hier was los ist. So. Ja, das Schöne, dass wir natürlich auch Gebäude wieder zerstören können, einfach dadurch, dass wir so umfahren. So, hier haben wir überall Minen. So. Mal kurz gucken, von wo ich hier beschossen werde. Ich hänge hier gerade irgendwie fest. Da unten ist ein Panzer. Ich wage mich einfach mal wieder runter auf die Straße. So. Ne, konnte ich leider nicht vorzeitig erkennen, wo das herkam. So kann es aber halt auch mal laufen. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Kann nicht Scharfschützen. immer perfekt laufen. Deswegen nehme ich ja natürlich auch das Let's Play live auf. Weil gestellte Szenen bringen keinen was. So. Wir steigen hier direkt einfach mal aus. Und hier war doch direkt jemand, der hier rumlief. Der hat Sicht in die Richtung. Da ist er. Markiert haben wir ihn. Na! Sehr geil, wenigstens renommiert werde ich. Gutes Ding. Aber hinter mir ist immer noch. Der muss hier irgendwo sind. Da, beide sind da, hinter dem Stein. Diesmal brauche ich nicht auf eine Reanimation hoffen. Das wird diesmal nichts. Gut. Aber mein Squad lebt teilweise noch. Ich hoffe, ich kann noch rechtzeitig mit einsteigen, bevor das nicht mehr der Fall ist. Squad sind wir hier. Hier ist das Salvenschießen mit dem MG4 natürlich noch wichtiger, um halt zu treffen. Die Präzision von der APK-12 von dem MG ist natürlich wesentlich höher. Dementsprechend hat dieses natürlich dann aber auch weniger Munition im Magazin. Man muss halt selbst für sich entscheiden, womit man besser klarkommt. Gut. Hier scheint jetzt erstmal alles safe zu sein. Mein Squad bewegt sich weiter in die Richtung. Ich werde dort mal ein wenig unterstützen und ein bisschen Munition hier lassen. So, ich sitze jetzt hinten drauf.
Flak da drüben. Ich werde mich hier mal weiter zu Echo vorwagen. Uiuiui, das war aber knapp. Gut, da war es dann auch zu Ende. Ein bisschen offensichtlich, dadurch, dass ich natürlich direkt an dem Berg gerade im Licht stand. So, wir steigen aber dann direkt wieder bei unserem Squad-Mitglied ein, um direkt wieder dabei zu sein. Echo ist soweit unser. Unten noch ein wenig Feindaktivität. Das versuchen wir direkt nochmal zu ändern. Okay, mein Squad scheint das hinzukriegen. Gut, mein Kumpel fährt hier. Leider alleine. Ja, er fährt weg. Hat nicht mitgekriegt, dass ich mit wollte. Gut. Können wir wieder ein bisschen zu Fuß rumlaufen hier. Charlie, Kampfhelikopter dort oben. Panzeristen schon dort. Wir versuchen ein bisschen zu schwimmen. Und direkt die meiste Zeit immer zu tauchen, damit er natürlich der Gegner nicht direkt locaten kann. Zwischendurch kurz wieder hochkommen. Und wieder runter. Ist dem Feind natürlich nicht so einfach zu machen. Im Wasser sind wir nämlich ziemlich aufgeschmissen. Mein Squad Leader ist hier. Panzer ist auch da. Gut. Hat er mich gesehen, bevor ich ihn gesehen habe? Der Herr Schmeise. Direkt wieder beim Squad einsteigen. So. Hinter mir ist irgendwo. Okay. Auch nicht auf unsere Kappe. Wie gesagt, mit dem MG4 großartig zu treffen ist nicht ganz so einfach. Wenn natürlich jemand hier steht mit dem Rücken zu uns gewandt, ist das natürlich was anderes. So, einmal kurz den Sprengstoff zerstört, damit natürlich auch unsere Fahrzeuge wieder. Okay. Natürlich wieder nachladen im rechten Moment. Das kriege ich öfter so hin. Okay, er hat mich nicht gesehen, wie es scheint. Ansonsten hätte er mich ja eigentlich locker killen können. Da ich ihn zu spät bemerkt habe. Da ist ein feindlicher Panzerjäger, nördlich deiner Stellung.
Den werden wir mal ein bisschen beschießen und zusehen, dass wir vielleicht auch down kriegen. Hilfe zählt als Kill, na immerhin. Gut. Sind wir bei Delta. Einsatzziel ist jetzt aber erstmal vorrangig Golf. Ich mache mich mal auf den Weg dahin. Natürlich auch die Brücke nehmen können. Das wäre aber zu einfach gewesen. Ich sag jetzt einfach mal, das war gewollt. Das ist natürlich auch cool. So kriegt man sein Motorrad natürlich durchs Wasser durch. Einmal frei. So, Golf soll weiter verteidigt werden. Ich denke, das dürfte langsam auch ziemlich safe sein. Wir gucken trotzdem mal kurz hin. Wir haben hier ein bisschen Feindaktivität, wie ich sehe. Versuchen dort mal ein bisschen mit Sperrfeuer zu unterstützen. Oh, da kommt der Tank. Okay, die Flak wird das hier auch ziemlich gut handeln. Bewegen uns einfach mal weiter. Und schnell auf den Weg machen. Bevor der uns kriegt. Aber er war schneller. Der Feind hat gerade jemanden als HZ getaggt. So. Oh, da haben wir unser Hauptziel. Natürlich auch noch einer aus meinem Squad. Wir gehen weiter bei Echo unterstützen. Ist immer noch vergleichsweise ziemlich viel los. Den haben wir. Ja. Genau. So, immerhin ein, zwei Leute mitnehmen können. Weiterhin verteidigen. Ich die besten Spawnpunkte ausgesucht. Ich probiere es jetzt trotzdem noch einmal direkt bei Echo zu spawnen. Hoffe, dass ich diesmal nicht wieder direkt weggeflasht werde. Wir legen uns einfach mal kurz hin. Mal kurz hier mal Granaten raushauen. Die Lage unübersichtlich ist, ist es immer noch besser, als irgendwo still zu stehen. So. Da hinten. So. Ein paar Punkte haben wir dafür auch abgrasen können. Wir sehen, ist hier immer noch ein bisschen viel los. Schmeißen wir mal kurz Munition ab. Ja, vielleicht kommt der hier gleich hoch. Sperrfeuer. Dann weiter runter wandern. Da ist ein feindlicher Soldat, wenn nicht in der Position. Hier müsste einer sein. Ich kann ihn leider nicht entdecken. Wir suchen uns mal kurz Deckung und schauen dann direkt weiter. Okay, ich kann den Gegner immer noch nicht aufklären.
Jetzt hänge ich hier wieder fest irgendwie zwischen diesen ganzen Dachplatten. Kommt jetzt ein bisschen was an. Den haben wir. Schon wieder eine Granate. So, mit 19 HP. Ist das nicht schön? Vielleicht haben wir hier irgendwo einen Sanitäter in der Nähe. So, das war dann mal der Einsatz der Bomber. Des Bombers. An sich lief das ganz gut. Delta verloren. Um Echo wird jetzt halt heiß gekämpft. Punktetechnisch sind wir noch im Vorteil. Ich überlege jetzt, wo wir hingehen. G wird eingenommen oder nicht. Gut, wir unterstützen hier hinten nicht. Der Panzer ist voll. Okay. Steigen einfach mal nur noch mal mit bei E ein. Das hat jetzt eigentlich wenig Sinn. Vielleicht treffen wir aber trotzdem ein bisschen. So, das ist... ja. Kommt natürlich dann der Kampfhubschrauber locker über uns rüber geflogen. Ja, ich kann es halt nicht lassen, auch auf weite Entfernung mit dem MG weiterhin immer zu versuchen. Das Ziel dann doch noch zu kriegen und zu erwischen. Weil möglich ist es. Aber das heißt nicht, dass man als MG einen auf Sniper versuchen sollte. So. Aber wenigstens konnten wir so ein bisschen unterstützen. Das ist ja schon mal was. Der hat mich im Target. Sein verklappten Licht. Erkennt man immer da ganz gut. Ist immer noch ein bisschen ist immer noch ein bisschen buggy. Das auch wenn die Sonne hinter euch ist. Reflektiert euer Visier das Licht trotzdem zum Gegner. Was euch natürlich sofort aufdeckt. Für ihn sichtbar macht. Ja, hier sind wir wieder bei dem Punkt. Wo ich wieder einen auf Sniper versuche. Ja. Von da hinten. Puh. Ich weiß zwar nicht, was er für ein Fahrzeug hatte. Irgendwie. Naja. Wurde mir gerade nicht richtig angezeigt. So, wir steigen hier mal mit auf den Panzer ein. Vielleicht können wir noch ein bisschen helfen. Schutzhilfe. Okay. Dreier Panzerfront. Ja, da kommt ein Cruise Missile vom Commander. Und dann macht auch das nicht keinen Sinn, mit drei Panzern direkt auf einer Stelle zu stehen. So. So, wir unterstützen hier einfach mal. Tauchen. Der Gegner uns hier wieder direkt kann. Vielleicht kriegen wir Delta ja noch geholt. Punktetechnisch hat sich nicht allzu viel verändert. Wir haben immer noch ungefähr den gleichen Abstand. Punktetechnisch. Ich muss bloß aufpassen, dass sich das natürlich nicht großartig ändert. So, wie ihr schon merkt, hier ist definitiv mehr Action als auf Seitenpass oder Seitenstraße.
So, das ist ein Panzer. Ja gut, der wird jetzt aber weggehauen, denke ich mal. Da wird da irgendeiner C4 dabei haben. Gut, geht doch. Jetzt habe ich aus Versehen die Konsole geöffnet. Dadurch natürlich. So. Ja, das irritiert einen natürlich sehr schnell. Jetzt wurde ich umgebracht, deswegen. Selber schuld. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt gerade auf den Knopf gekommen bin. Wahrscheinlich durchs Markieren. So. Mein Squad hängt zurzeit mehr tot rum als alles andere. Echo wird jetzt gerade wieder ein bisschen bedrängt. Versuchen wir hier nochmal ein bisschen zu unterstützen. Ganz wichtig natürlich auch immer die Minimap im Auge behalten. So, den haben wir. Minimaps der Panzer zu sehen. Flak von links. Okay. Wieder richtig ab. Der Gegner rechts ist 100% noch nicht weg. Dachte ich, das macht doch. So, den haben wir. Achtung, der Feind hat einen Soldaten. Zwar keinen direkten Sichtbereich, aber über die Hitbox können wir halt gucken, ob wir trotzdem treffen. Was jetzt diesmal nicht der Fall war, deswegen habe ich natürlich davon abgelassen. Das Fahrzeug kann uns auch übel zuspielen. Ist ausgestiegen. Vielleicht kriegen wir ihn ja. Ich sehe ihn jetzt gerade noch nicht hier rumrennen. So, wir haben sie jetzt wieder etwas zurückgedrängt. Das heißt für uns natürlich auch weiter nach vorne. So, hier sind jetzt natürlich wieder ein paar. Beide tot. So, jetzt unschön. Okay, der scheint weg zu sein. Jetzt kommt natürlich die Flak wieder. Hier hinten den drängt wieder ein Scharfschütze rum. So. Wieder weg. Echo ist soweit safe. Fahrzeug auch weg. Gut. Wir müssen einfach mal ein Stück weiter vorzudringen. Natürlich ohne viel Deckungsmöglichkeit. Machen wir uns am besten auch mal auf den Weg zu Delta. Das Hauptziel. Wieder da hinten. Hier steht jedes Mal Fahrzeugzustand. Aber er steht einzeln rum. Naja, okay, da kommt doch schon wieder die Titelmelodie. So schnell kann sich das Blatt wenden. Wir steigen einfach nochmal bei Echo ein. Wird zwar nichts mehr gehen. Wie ich gerade gesagt hatte. So. An sich, trotzdem, wieder Spaß gemacht. Natürlich auch dementsprechend Kills absolviert. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid natürlich auch wieder beim nächsten Mal dabei. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Ein paar Punkte, die man hier sieht. Ja. Alles klar. Welchen Platz haben wir belegt? Schauen wir nochmal. Diesmal sehr schlecht. Dies Platz 18, 12, 13. KD ist nicht so gut, wie ich sie sonst gewohnt bin. Gut.
An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und hoffe natürlich auch, dass dieses Let's Play euch gefallen hat und ihr mir auch meine Sprachpatzer verzeiht, die natürlich ab und an vorkommen. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis dann, euer Gunshot.